Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge haben wir einen ziemlichen Kampf hinter uns gebracht und wir werden jetzt eigentlich von jemandem erwartet, aber ich sehe gerade, wir müssen mit der Tavernenwirtin Neria sprechen. Da werden wir uns jetzt erstmal hinbegeben. So, irgendwo hier runter. Nachschenken! Ja, aber nicht alles ich. Ich bin keine Bedienung. Ja. Oder so. Wir mussten einfach nur kurz mit ihr sprechen. Okay, was ist schon ein Name? Kann man da irgendwas machen? Nee. Mondgöttin, ich muss dir etwas sagen. Es geht um meinen Namen. Ach, hier können wir doch eine neue Quest annehmen, okay? Da du auf der Suche nach der Arche bist, hast du vielleicht schon den Namen Neria gehört. Sie war die Frau, die dem Sternenboten Lutera half. Die Taverne ist dort, wo sich die Sternenboten trafen, bevor sie in die Schlacht gegen Kaceros gezogen. Natürlich ist das nicht der exakte Ort. Die ursprüngliche Stätte wird heute als Heiligtum verehrt. Meine Taverne und ich nutzen nur den Namen aus der Legende. Du hast mein Leben gerettet, also dachte ich, du hast ein Recht darauf, meinen echten Namen zu erfahren. Ich heiße in Wirklichkeit Kanna. Oh, ich werde gleich ganz rot. So peinlich ist mir das. Ich habe den Namen schon ewig nicht mehr ausgesprochen. Davon werde ich nicht betrunken. Nein. Mondgöttin, sag das bitte niemanden sonst. Das bleibt unser kleines Geheimnis, ja? Ja, und wir können hier nochmal ein paar Punkte vergeben. Ach, da haben wir was Neues bekommen. Das ist sehr schön. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das für die großen Burschen. Obwohl, da sind zwei Punkte erforderlich. Machen wir da nochmal eins rein. So. Wir haben übrigens auch noch was bekommen, fällt mir gerade ein. Anmeldebelohnung. Ich glaube, das war von der täglichen, also wo man sich täglich einloggen muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann ich mit dir noch was machen? Geschenk geben vielleicht. Wir haben jetzt gerade kein Geschenk übrig. Instrument spielen können wir auch nicht. Ein Emote zeigen kann ich dir. Hi. Ah. Und direkt ein bisschen höher. Das Wetter ist in letzter Zeit einfach toll. So, ja, mehr können wir jetzt leider hier auch nicht machen. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Und, gibt es Neuigkeiten? Mal eben schauen. Da ist die Eins. Da müssen wir letztendlich hin. Wir müssen uns ja mit ihm treffen. Hey, vielen Dank, dass du unser Dorf gerettet. Kein Thema. Mal sehen, ob wir nützlich. Und, wie gefällt es dir in Brighthome? Zum Glück waren die Reparaturen schon. Das gefällt mir sehr gut, aber ich verwalte mich hier. Freude sind Teil von. Hier steht, um die Arche von König Lutera zu finden, braucht man das Siegel des Schwertes und des Adlers. Das Siegel des Schwertes befindet sich unter der Salzwüste von Judia, im Königreich von Morai. Aber um nach Judia zu gelangen, muss man die schroffen Berge von Ankumo überqueren. Ich werde für eure sichere Überfahrt auf dieser beschwerlichen Reise beten. Möge Regulus, der Herrscher aller Götter, über euch wachen. Über euch auch, Pater Varuth. Es ist schon seltsam, von einem Pater, also so wie ich es verstehe, ja einem Priester sozusagen, zu hören, dass er von Göttern spricht. Brightholm ist dir wieder... Nee, Brightholm ist dank dir wieder sicher. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich werde dafür beten, dass du und Pater Amel die Steintafeln entschlüsseln und die Arche erreichen werdet. Wenn Judia dein Ziel ist, wird es eine lange Reise über die Grenzen. Ich habe mit einem Händler namens Edmar im Schlupfwinkel der Reisenden gesprochen, um den Handel zu arrangieren. Er wird dir den Weg nach Judia zeigen.
Was mich betrifft, so treffe ich Priesterin Garua auf dem... ich hab's eben gehört, aber kann's nicht aussprechen. Anguimosberg. Wenn du hier mit allem fertig bist, komm bitte zu mir auf den Berg. Okay, zum Triporter teleportieren. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja gerade gar nicht, wo wir jetzt eigentlich genau hin müssen. Also wir müssen auf jeden Fall... Nee, da unten haben wir auch noch eine Quest. Die sollten wir vorher mal annehmen. Sowohl Mühsal als auch... Zum Glück waren die Reparaturen schneller fertig. Ja, die Reparaturen waren jetzt sehr schnell fertig irgendwie. Am Anguemosberg wütet wohl eine... Ach, sie ist es. Oh, Mondgöttin, da bist du ja. Du kommst genau richtig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dringend ich zu dir wollte, während du dich in der Herberge erholt hast. Du bist die Heldin, die Prytone gerettet hat, Mondgöttin. Ich würde unglaublich gern ein Lied über deinen Heldenmut komponieren. Könntest du mir ganz genau schildern, was sich an dem Tag zugetragen hat? Okay. Ah, ich verstehe. Die Dämonen waren bereits in Prytone, als du ankamst. Und was geschah dann? Ja, ich kämpfte gegen die Dämonen und ich rettete die Leute, ja. Ich hörte, dass die Feuer 3 Tage und Nächte lang brannten, um die Dämonenleichen zu verbrennen. Was geschah denn in der Kathedrale? Ja, nee, ich besiegte den Anführer ja nicht. Ich rettete Pater Varud aber irgendwie auch nicht, weil das hat ja der andere eigentlich gemacht. Pater Varud wäre fast von den Dämonen getötet worden. Mondgöttin, ich bin ja so froh, dass du ihn noch rechtzeitig gefunden hast. Vielen Dank, dass du mir die Einzelheiten erzählt hast. Mondgöttin, es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Ich kann mich als Bardin glücklich schätzen, dich getroffen zu haben. Du suchst doch nach der Arche, richtig? Ich bin mir sicher, dass du sie bald finden wirst. Für die Heldin von Prytholm ist nichts unmöglich. Das will ich zumindest hoffen. Kann man hier denn noch irgendwas machen? Ihr ein Geschenk geben? Ja. Das ist toll, dass das ein Sammel... Ach, da steht's drin. Kleine... Neria im Prytone würde sich sicher darüber freuen. Ja, das Problem ist, ihr konnte ich es ja nicht geben. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Punkte das sind, aber ich mach... Abliefern. So. Sie freut sich da auch drüber. Ich hoffe, dass das keine XP sind oder so, die ich jetzt gerade abgegeben habe. Hi. Ach nee, ich bin traurig. Du bist richtig talentiert, weil ich traurig bin. Lieder besitzen geheimnisvolle Kräfte, nicht wahr? In Zeiten der Freude hören wir uns bestimmte Melodien an, in Zeiten des Schmerzes wiederum andere. Ein Lied kann die Stimmung komplett verändern. Unterschätze niemals die Kraft des richtigen Lieds zur richtigen Zeit. So, das haben wir jetzt alles durch. Okay. So, dann. Was anderes können wir hier, glaube ich, sonst nicht mehr machen. Dann gehen wir... Achso, Moment, doch eine Sache haben wir noch. Haha. Erstmal haben wir hier noch Karten. Mit einem Rechtsklick und dann bestätigen. Und dann spezielle Farbtruhe der Gesellschaft für Magie. Ja. Kann ich damit denn irgendwas anfangen? Ich kann mit den Dingern meistens sowieso nicht viel anfangen. Bewegungsgeschwindigkeit wird ein bisschen langsamer. Naja, gut, okay. Machen wir aber trotzdem. Das machen wir auch. Das ist auch verbessert. 13, 38, 34, 37, 61 ist genau das gleiche. Okay. Meine Unterhose muss ich wechseln. Das sieht doch wirklich so aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Okay, dann zerlegen wir die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Kleiner sind. Das ist ja das gleiche. Das können wir auch direkt mal zerlegen. So. Kriegen wir zumindest ein bisschen was an Gold wieder. Was ist mit dem hier? Das wollte ich doch auch zerlegen eigentlich. Die sind besser. Die können wir gleich noch... Das ist schlechter.
Ja, und die Brille, die wollte ich nicht aufziehen. Ich bin manchmal sehr eitel, was das betrifft. Okay, die Handschuhe, die wollte ich noch eben wechseln. Genau, und dann die alten zerlegen. Wieso kann ich den nicht zerlegen? Hallo? Des Abenteurers? Warum nicht? Hallo? Tja, keine Ahnung. Dann könnten wir eigentlich noch mal kurz was verkaufen. Oh, Moment, da war aber noch was anderes. Teil der Statue, das schmeißen wir auch noch rein. Moment. Hä, die hatten wir doch eben auch zerlegt hier. Ach, das kann man auch nicht zerlegen. Warum nicht? Was ist denn das für ein Quatsch? Unsere Preise sind besser als in jedem anderen. Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Ja, dann kauf dir einen besseren oder bau dir einen besseren, wie auch immer. So, das war der Postbote. Doch, du warst der Lagerwächter. Schmeißen wir das mal da rein. Das ist das mit dem Abo quasi. So. Taumeln. Entzeugt ein Schild. Wirft eine Granate. Okay, ja, was wir jetzt mit den Sachen hier machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen kann zumindest. Das müsste ich mal ausprobieren. Wenn ich die auch nicht verkaufen kann, dann ist das natürlich alles Schwachsinn. So. Das war in diesen Zeiten müssen wir noch häufiger beten. Verkaufen. Okay, viel kriege ich nicht dafür, aber immerhin. Schrott verkaufen, das sind dann die Sachen direkt verkaufen. Zack, okay. Das sieht ziemlich schwer aus. So, was sieht ziemlich schwer aus? Die Sachen, die ich gerade gekauft habe, oder was? Dann können wir einmal unten durch. Und zum nächsten. Sag mal, wo kommst du denn? Pass auf die Grabräuber auf. Von links. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. So, da oben muss ich hin. Dann reise ich aber von hier aus, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, wenn ich nämlich hier durchgehe, bin ich im gleichen Gebiet drin und damit zahle ich nur noch 15, egal wo ich hier hinreise. Und wenn ich jetzt vom Nebengebiet ausreise, dann hätte ich jetzt 30 bezahlt. So, da ich keine Lust habe, da jetzt komplett nochmal durchzulaufen, porten wir uns. Ihr nutzlosen Träger! Du musst die Abenteurerin sein, von der Pater Armel mir erzählt hat. Du suchst hier ein Pferd? Du musst die... Ja, das hat er doch gerade schon gesagt. Bist du dir sicher, dass du die Grenze passieren möchtest? Sobald du den zerklüfteten Anguimusberg hinter dir gelassen hast, erreichst du die weiten, offenen Salzebenen. Du hast ein gutes Auge für Pferde. Irgendwie ist das jetzt total durcheinander hier. Offene Salzebenen. Daran erkennst du, dass du dich in Judia befindest. In der Nähe der Grenze gibt es große, furchterregende Monster. Also sei vorsichtig und bitte die Wachen um Hilfe. Nicht, dass du es nötig hättest. Ich schlage vor, dass du auf einem Pferd reitest, um dorthin zu gelangen. Du hast es nicht vergessen, oder? Lege das Pferd auf einen Quickslot vom Reittierinventar aus fest. Hallo, das mache ich schon die ganze Zeit? Also reiten, nicht das festlegen. So, da oben müssen wir hin. Okay. Dann reiten wir erstmal dahin. Lasst mich in Ruhe. Ich will auch keine so dämliche Quest jetzt hier zwischendurch machen. Scheitert, wenn das Gebiet verlässt. Ach so. Ich muss auf einem Pferd über die Brücke reiten. Dann habe ich was geschafft, oder wie? Das ist ja cool. So, da oben sind noch zwei Ausrufezeichen, aber hier müssen wir erstmal mit rein. Sei vorsichtig. Gehe zur Priesterin Garoa für eine sichere Reise. Das Gebet ist verseucht. Ohne die Hilfe der Priesterin schwebst du in Gefahr. Okay.
Ich muss dazu sagen, ab hier ungefähr habe ich mir die Quests auch nicht mehr durchgelesen auf dem privaten Account, weil ich mich einfach nicht spoilern wollte. Ja, dann reisen wir mal hier durch. Durch die Tausenden von Leichen hier. Ich sehe mehr Mooswölfe als üblich. Den Patienten nicht etwas zu nah? Ich möchte nicht, dass Garoa über etwas stolpert, wenn sie sich um die Kranken kümmert. Ich meine, natürlich mache ich mir Sorgen um die Kranken. Wir sollten besser die Trümmer aus dem Weg räumen. Das ist medizinisches Wasser, das Garoa selbst hergestellt hat. Genau wie sie kann es die Kranken beruhigen und ihre Schmerzen lindern. Bitte hilf uns, die Medizin Patienten im kritischen Zustand zu verabreichen. Kein Thema. Moment, da sind jetzt aber zwei Aufgaben, wenn ich das richtig sehe. Nein, die schießen. Medizin. Gib mir Medizin. Mit B. Und dann ist jetzt die Frage, entweder Q oder R. Q geht nicht. R, okay. Das weiß ich aber nur zufälligerweise. Das weiß ich nicht, weil ich es irgendwo gesehen habe, sondern weil ich es noch vom Privat weiß, dass das entweder Q oder R immer zum Ablegen war. Es tut. Das war jetzt ein toller Satz, ich weiß. Das Atmen fällt schwer. Achso, dich habe ich schon. Was für ein Glück. Sie haben endlich wieder Farbe im Gesicht. Das haben sie nur Garoa zu verdanken. Ja, oder weil ich denen geholfen habe. Aber danke. Natürlich ihrer Medizin. Du bist doch aus Prideholm, nicht wahr? Du bist die Abenteurerin, von der Pater Amel gesprochen hat. Das Gebiet wurde von den Altären der Segnung beschützt, bis ihre Macht eines Tages einfach verschwand. Es liegt wahrscheinlich an den Dämonen, die zusammen mit der Pest erschienen sind. Diese Edelsteine sollten den Altären helfen, ihre Macht wiederzuerlangen. Pater Amel ging zur Heiligen Quelle. Du solltest ihn dort besuchen, sobald hier alles erledigt ist. Wir können die Pest nicht besiegen, ohne die roten Geisterspinnen zu beseitigen, die Krankheit immer weiter verbreiten. Die roten Geisterspinnen sammeln sich am Altar der Segnung. Es sind zu viele, als dass wir allein mit ihnen fertig werden könnten. Wenn du ihre Anzahl auch nur ein bisschen reduzieren kannst, wäre das großartig. Würdest du Melrise bitte sagen, was hier los ist? Klar. Aber müssen es unbedingt Spinnen sein? Also, wir müssen nach und... Wo sind wir denn? Da müssen wir auch nochmal hin. Ach so, das sind die drei Altare hier in den Ecken. Ja, dann würde ich sagen, dass wir erstmal nach unten gehen. Ich sehe mehr Mooswölfe als üblich. Aber da müssen wir, glaube ich, auch die Geisterspinnen an den Altaren besiegen. Ja, das dachte ich mir schon. So. Wenn ich mich richtig erinnere, kommen die allerdings ziemlich schnell wieder. Deswegen haue ich jetzt mal schnell ab. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss hier durch, muss hier durch. Dort, wo die Patienten sind. Was? Okay, noch sehe ich hier keine Geisterspinnen. Kommen wahrscheinlich gleich. Du bist keine Geisterspinne. Aber gut. Hallo, Spinnchen. Okay, das zählt schon. Aber ein Geist ist sie, glaube ich. Oder irgendwie ein Zombie oder sowas. Keine Ahnung. So. Den dritten Altar. Ja, ich weiß. Ich habe es schon gedrückt. Ach, und ich wundere mich, warum der nicht annimmt, was ich drücke, weil ich auf der falschen Leiste bin. Ach ja, ich sag nur Steuerung. Wenn man es einfach von jedem Spiel anders gewohnt ist, dann, ja, drückt man gerne mal in die falsche Leiste. Wir benötigen mehr Talismane. Hast du gerade gesagt, der Altar wird von roten Geisterspinnen überrannt? Das ist übel. Erst die Mooswölfe, jetzt auch noch Geisterspinnen. Talismane können uns doch beschützen, oder? Ja, ich meine, kommt drauf an, ob man daran glaubt.
Da geht's weiter. Hallo, du solltest aufs Pferd steigen. Drück doch hier nicht umsonst die 5. Okay, jetzt sind wir im Dschungel angekommen. Selbst Stammhügel wäre besser. Ich kapiere halt nicht, warum ich hier den Schleim aufsammeln soll. Sie haben mich vom Stammhügel hierher beordert. Ich will Grabräuber jagen, nicht dämliches Kehl. Okay. Das heißt, wir nehmen das auch mal eben an hier. Hey, du da. Ich weiß, dass du schwer beschäftigt bist, aber macht es dir etwas aus, mir einen Gefallen zu tun? Ich brauche große, klebrige Knochen von Skehal. Pass bitte auf, dass sie keine Kratzer bekommen. Danke. Ach ja, und bring mir bitte noch ein paar Klauen von roten Geisterspinnen mit. Und achte darauf, sie nicht zu verbiegen. Achso, ich dachte jetzt die Spinnen, nicht die Klauen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal lieber zu Fuß da durch. Moment, die Spinnen, nee, die Skee-Dinger da, die sind hier. Vermutlich die. Hallo, raus da. Nee, das sind die Mooswölfe. Hä? Klebriger Schleim. Ach, das sind die, okay. Klauen von Geisterspinnen. Wieso kann ich das jetzt schon abgeben? Nee, dich habe ich gar nicht angegriffen. So. Hehe, sehr schön. Sie sind schwer klebrig und super verdächtig. Ganz genau, wie ich sie brauche. Der Dummkopf, der so besessen von Talismanen ist, wird sie mir aus den Händen reißen. Sobald ich ihm verklickere, dass die Pest an ihm haften bleibt und nicht ihn selbst befällt. Oh Gott. Ja. Was soll man da noch zu sagen, ne? Die Skehal sind genauso widerspenstig wie die Grabräuber. Ich will endlich zurück nach Stammhügel. Juhu! Fertigkeitspunkte. Sehr schön. Das heißt, 2 kann ich reintun. Bis hier, das ist erst bei Stufe 16. Okay, eine Stufe müsste ich dann noch höher. Der war, glaube ich, oder? Also er ist nicht schlecht. Ich will aber natürlich eigentlich alle. Also den machen wir. Achso, der braucht 4. Dann gehen wir einfach mal von oben runter. So. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, deswegen machen wir es so. Oh, wie schrecklich. Es geht mir schon besser. Dank, Pater Arme. Ich glaube, es ist weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Die Quellen in diesem Gebiet sind kontaminiert. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann wird sich die Pest weiter ausbreiten. Wir müssen sie reinigen. Verbrenne bitte die Kadaver aller Tiere, die du findest. Träufle außerdem etwas Wasser aus der heiligen Quelle in die verunreinigten Quellen. Okay. So. Ich glaube, genau, das war nämlich hier. Kann man aber da unten reinmachen, das ist sehr gut. Das kann ich verbrennen. Oben ist die Quelle, oder? Ja, das ist doch eine Quelle, oder nicht? Och, euer Ernst jetzt. Mann. Sowas nervt mich dann schon wieder. Ich brauche noch ein Tier zum Verbrennen. So. Okay, ich kann zurück. Gut, also es reichte irgendwie, dass ich eine Quelle gemacht habe. Ich glaube, mir geht es etwas besser. Da wir die Ausbreitung der Pest verhindert haben, sollte es hier sicher sein. Ich mache mir aber Sorgen um die Grenzwacht. Ja, dann,
Ich würde jetzt gerne zur Grenzwacht gehen. Allerdings haben wir zwischendurch noch eine Quest. Jetzt wird das hier gerade auch noch so hell. Doch, man kann mich aber einigermaßen sehen. Das ist gut. Weil ich hier nämlich gerne einen kleinen Cut machen würde. Weil wir nämlich jetzt schon wieder die knapp 25 Minuten erreicht haben. Und ja, das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt jetzt aktuell ist. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.